Egal ob ausgezogen oder angezogen, durchhalten ist also das Gebot der Stunde. Das gilt besonders für über 1000 junge Leute, die sich übers Wochenende zu Computerspielen verabredet haben. Alle Computerspieler miteinander vernetzt, zu gleichen Bedingungen, also treten sie an, richtig sportlich. Dann wird ausgepackt, verkabelt, eingesteckt und schon kann es losgehen mit Counter-Strike. Das hat Zehntausende von Fans, Sponsoren auch, geheime, ganz offizielle Meister und längst auch Mädchenteams. Ein Wochenende-Kampf am Keyboard. Akte dabei von Christian Kemper, Manuela Hinsche und Andrea Pawlowski. Für ihn ist es mehr als nur ein Computerspiel. Jonas Wollack, 18, Counter-Strike ist seine Sportart, seine Leidenschaft. Ja, ich bin deutscher Counter-Strike-Meister und trainiert habe ich eigentlich recht viel über die letzten 4 bis 5 Jahre. In der Woche sind es, glaube ich, mindestens 24 Stunden gewesen und am Tag hat das immer variiert zwischen einer und bis zu 12 Stunden. Counter-Strike, seit knapp 5 Jahren auf dem Markt, inzwischen mit einer riesigen Fangemeinde. Was auf den ersten Blick aussieht wie sinnloses Rumballern, braucht viel Übung und eine Menge Taktik. Bei Counter-Strike geht es eigentlich um so eine Art Räuber- und Gendarmspiel. Es gibt ein verteidigendes Team, die Antiterroristen, und es gibt ein angreifendes Team, die Terroristen, wobei der Begriff Terroristen, Antiterroristen ein bisschen den Zusammenhang falsch erklärt. Es geht mehr ums Angreifen und ums Verteidigen. Die Terroristen müssen halt probieren, eine Bombe zu legen, und wenn sie das geschafft haben, diese 35 Sekunden zu verteidigen. Und die Antiterroristen müssen dies einfach verhindern und wenn die Bombe gelegt ist, sie halt innerhalb dieser 35 Sekunden zu entschärfen. Die Stadthalle von Osnabrück. Hier findet übers Wochenende eines der größten Computerspieltreffen, eine LAN-Party, statt. 1080 Spieler aus ganz Deutschland haben sich angesagt. Was wir hier vorne jetzt alles sehen, das ist ein Teil unseres Equipments, was wir gerade vor wenigen Stunden hier in die Stadthalle nach Osnabrück gebracht haben. Das sind ungefähr roundabout 5 Tonnen an technischer Ausstattung. Das ist hier, wie wir sehen, Starkstromverkabelung, das sind Switches, Netzwerk, das sind Server, da hinten ist schon jede Menge verstaut. LAN, das steht für Local Area Network. Ein zentrales Netzwerk, das die Spieler verbindet. Gleiche Voraussetzungen für alle. An Strom wird hier ungefähr verbraucht, 300.000 Watt pro Stunde. Und wie kann man das vergleichen? Ist das so viel wie für ein ganzes Schützenfest? Oder wie kann man das vielleicht? Das ist einiges mehr. Das ist schon ein richtig großes Rockkonzert. Und er wird auf diesem Konzert mit seinem Team den Ton angeben, wenn alles glatt läuft. Es sieht leichter aus, als es am Ende auch ist. Es ist sehr viel Taktik dahinter. Es gehört sehr viel Reaktion dazu, sehr viel Disziplin, um da auch wirklich oben mitzuspielen. Was dem Tennisprofi sein Schläger sind, für Jonas Tastatur und Maus. Der Meister verrät uns einen seiner Tricks. Maustuning mit Silikonspray. Das sprüht man einfach einmal auf. Spritzt ein bisschen, macht aber nicht so viel. Und dann wird es mit einem Taschentuch eigentlich nur noch einmal verteilt. Und dann ist das schon fertig. Und ich meine, man sieht gleich den Effekt. Man kann die Maus übers Pad fliegen lassen. Mit seiner Technik hat Jonas Erfolg. Mehr als 20 Turniere hat der Berliner Jungprofi schon gewonnen. Zurück in Osnabrück. In wenigen Stunden werden die ersten Computerfreaks eintreffen. Die Zeit drängt. Cheforganisator Marco Grimm packt selbst mit an. Hier sind wirklich 40-50% der besten deutschen Spieler vertreten. Zu Turnieren bringt jeder Spieler seinen eigenen Computer mit. Jonas geht so mindestens einmal im Monat auf Reisen. Also professionell würde ich sagen, spiele ich so seit 1,5 Jahren, also wo es wirklich so um Preisgelder geht. Wie viel ich gewonnen habe als Einzelperson, ich würde es in den 5-stelligen Euro-Bereich schätzen. Preisgelder, die jeder im Mausports-Team bekommt. Neben Jonas sind das Christian Schmiel, 20, Zivildienstleistender, Michael Mitreger, 20, Schüler, Franz Burker, 22, ebenfalls Schüler, und Roman Reinhardt, 20 Jahre alt, Abiturient. Die deutschen Meister im Counter-Strike. Samstagvormittag, es ist soweit. Auch die amtierenden Meister müssen sich erst einmal registrieren lassen und 35 Euro Startgebühr bezahlen. Dann tauchen sie ein in eine andere Welt.
ist halt ein Hobby wie jedes andere, denke ich. Ne? Das ist unser kleines Manta-Fahrradtreffen hier. Inzwischen gehören auch sie dazu, Cats, das einzige Team, in dem nur Frauen spielen. Sie haben sich den Respekt der Jungs hart erkämpfen müssen. Ganz am Anfang war es schon ein bisschen komisch, wenn du da als Mädchen mit deinem Rechner da reinkamst und alle so, ja. Ist die hier irgendwie falsch oder sowas? Statt mal zu fragen, ob man mal tragen helfen könnte. Nee, Quatsch. Nee, tragen kann man schon selber. Die brutale, blutige 3D-Welt. Was fasziniert die jungen Frauen an Counter-Strike? Es geht ja nicht darum, irgendjemanden zu töten. Für uns geht es ja nicht irgendwie um Terroristen und Blut und sowas. Also geht es einfach nur um Teamplay und um diese Runden zu holen. An diesem Tag will's nicht so recht klappen. Die Mädels fliegen raus und tauschen PC gegen Kicker. Echte Sportlerinnen eben. Die Jungs von Mousesports sind voll bei der Sache. Die Nase nur 20 cm vom Bildschirm entfernt. Eintauchen in die virtuelle Welt. Schön, Leo. Komm, lass jetzt durch. Komm durch hier. Komm. Voller Einsatz, der sich auch finanziell lohnt. Wir haben ja bei uns im Vertrag auch festgeschrieben, dass wir eine bestimmte Anzahl an Stunden pro Woche trainieren müssen. Also dass wir auch sozusagen die Aufwandsentschädigung auch so rechtfertigen. Wir haben ja auch laufende Kosten wie Internet. Und das brauchen wir vor allem, um von zu Hause zu trainieren. Und dafür ist das Geld auch da. Und natürlich ist da dann auch ein Druck, weil man kriegt nicht Geld, um faul rumzusitzen. Man kriegt das Geld, um was zu erreichen, um den Sponsor dann auch zu repräsentieren auf großen Events. Das geht halt nur, wenn man dann ziemlich erfolgreich ist. Und das wird auch von uns erwartet. Halbfinale. Das gegnerische Team sitzt gerade mal ein paar Reihen entfernt. Und trotzdem bleiben die Gesichter der Spieler im Dunkeln. Alle kommunizieren über den Computer. Dann geht es überraschend schnell. Spielsatz und Sieg für Mousesports. Samstagmittag. Zur Stärkung ist ein Buffet aufgebaut. Ein außergewöhnlicher Luxus für die LAN-Party. Und Kuchen gibt's auch. Aber nur für das Geburtstagskind. Ihren 21. feiert sie vor dem Computer. Herzlichen Glückwunsch! Danke! Alles, alles Gute! Danke! Janni sehe ich vielleicht zweimal im Jahr. Und sonst immer nur im Internet. Und das war mir einfach wichtiger als Geburtstag. Für Kaffee und Kuchen haben die Jungs von Mousesports keine Muße. Sie sind schließlich nicht zum Vergnügen hier, sondern wollen die Qualifikation, um ihren Titel zu verteidigen. Ja, das Herumsitzen, das Warten auf den Gegner, eben dann das gelangweilte Spielen, eben, das ist halt ein bisschen anstrengend. Es fehlen die würdigen Gegner. Jonas packt und hofft auf das Finale am nächsten Tag. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, baby shot me down. Der letzte Spieltag beginnt. Der Zeitplan drängt, es gibt Stress. Ihr müsst jetzt spielen, ist doch richtig, oder? Mm-mm. Finale Winner Bracket in Action. Mm. Dann würde ich mal sagen, solltest du langsam mal aufwachen und deine Leute zusammenkramen. Kein Thema. Ihr wolltet um 15 Uhr hier sein, es ist jetzt 10 nach. Krieg mal hin. Ja? Stress, ihr wolltet, nein, ihr wolltet gestern Abend um 11:30 nicht mehr spielen. Ja, nur bis 3 Uhr Zeit haben. Das ja, heißt, ich werde jetzt richtig Mann, stressen. Stress nicht, du Spasti, ey. Ist echt schlimm, Mann. Halt die Fresse, ey. Soll ich euch rauskicken? Sag nochmal Spasti. Ja, Mann. Echt, ey. Komm, sag's nochmal. Dann braucht ihr gar nicht mehr spielen. Mann, halt die Fresse, ey. Wunderbar, ihr seid raus. Danke. Ey. Danke. Das war's. In Action ist nicht vollzählig. In Action hat es nicht für nötig gehalten, einen angemessenen Ton anzubringen. Und von da aus ist das für mich jetzt erledigt. Das war's. Jonas muss auf das Finale warten. Die Zeit wollen wir nutzen. Akte-Reporter Christian bekommt eine Lektion vom Meister. Laufen tust du hier mit vorne, links, hinten, rechts. Probier's mal WASD. Einfach mal ein bisschen so die Finger drauflegen. So. Blau sind Gegner und oh, das war's ja schon wieder. Okay. Ich überlebe ja keine 2 Sekunden. Pass auf, bedien du doch mal die Tasten und ich bediene nur die Maus. Vielleicht klappt das. Also dann. Vielleicht liegt's ja am Alter. Mit 30 gehört man hier schon zu den Senioren. Okay, ich brauche noch eine Menge Übung. Ich sehe das schon. Ja. Jetzt wird's ernst. Die Counter-Strike-Vorrunden sind beendet. 2 Teams haben sich durchgesetzt. Das große Finalspiel Mousesports gegen Alternate Attacks.
kommt auf die Tagesform an. Ich weiß nicht, wie eingespielt die Jungs jetzt sind. Muss man sehen im Spiel. Ich hoffe auf ein spannendes Spiel auf jeden Fall. 100 Mal geübt. Knappe Kommandos, volle Konzentration. Noch einer da, in der Lagerhalle. Er wird jetzt in der Lagerhalle. Ey, der ist an der roten Kiste. An der roten Kiste ist der. So dummer Typ. Ich bin im linken Schacht. Sauber. Ich bin im linken Schacht. Ihr müsst nur rechten Schacht gucken. Ich mach rechts. Sauber. Das war's. Nach knapp 15 Minuten steht fest, the winner is Mousesports. 0 gewonnen, besser ging's gar nicht. Und ja, was soll man da noch viel zu sagen? Also, war's schwierig? War's ein harter Kampf? Wir haben natürlich die ganze Zeit konzentriert gespielt, aber so schwierig, also wie wir es vielleicht dachten, wie es ist, war es dann auch gar nicht. Also ist einfach komplett aufgegangen, wie wir gespielt haben. Siegerehrung nach über 30 Stunden virtuellem Kampf. Die Medaillen sind noch von dieser Welt. Aber zu Gefühlsausbrüchen ist niemand mehr fähig. Alle wollen wohl nur noch ans Tageslicht. Im Juni treffen sie sich dann wieder bei der offiziellen deutschen Meisterschaft im Counter-Strike. Reporterglück, wir haben uns gleich von Anfang an das Team ausgesucht, das am Ende auch gewonnen hat. Mousesports aus Berlin. Übrigens, die Deutschen sind schon ziemlich gut, haben uns Jonas und die anderen Jungs erzählt. International gesehen aber sind die Skandinavier ganz weit vorn. Counter-Strike, das wird möglicherweise bei Ihnen etwas läuten lassen, gerade wenn Sie kein Computerfreak sind. Counter-Strike, das ist das Computerspiel, was im Zusammenhang mit dem Amoklauf im Erfurter Gutenberg-Gymnasium eine Rolle gespielt hat. Wie sich junge Leute auch darstellen, die intensiv mit diesem Computerspiel umgehen, das haben wir gerade gesehen und das ist eigentlich schon ziemlich beruhigend.